Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem weihnachtlichen Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum. Sonderausgabe deshalb, weil ich einen Spezialgast an meiner Seite habe, den Vorsitzenden des Bildungsausschusses hier im Parlament, meinen Freund und Kollegen Tobias Gotthard, um uns gemeinsam der Frage von der Eva zu widmen, die uns aus Berching geschrieben hat, zum großen Thema bildungspolitischer Art der letzten Wochen, A13 für alle, also auch für die Grund- und Mittelschullehrer. Die Eva, die sich drüber freut, schreibt mir, erst nicht und jetzt doch, wie habt ihr das denn angestellt? Ich denke, weil wir Freien Wähler das ja schon seit Beginn der Legislatur gefordert haben, zunächst nicht damit durchgedrungen sind und jetzt doch. Und darüber hinaus will die Eva dann von uns wissen, wann und wie kommt das denn jetzt? In diesem Sinne, lieber Tobi, dein Zuständigkeitsbereich, vielleicht würde ich vorschlagen, erklären wir erstmal für alle, die nicht so knietief im Thema sind wie die Eva, worum geht es da überhaupt? A13, 13a, Klasse, Schule, wie auch immer. Und dann zu den weitergehenden Fragen, wann und wie geht's los? Vielen Dank, Fabian. Ja, A13 ist das Einstiegsgehalt, eine Besoldungsgruppe im Beamtenrecht. Und während bei uns die weiterführenden Schulen, also Gymnasium, Realschule, auch die Förderschule, bei A13 starten, müssen Lehrkräfte an den Grund- und Mittelschulen bei uns mit A12, also eine Stufe drunter, einsteigen. Ja, die gehen dann schon, entwickeln sich weiter, aber Einstieg ist mit A12. Dabei arbeiten die Lehrkräfte an den Grund- und Mittelschulen aber haben ein höheres Stundendeputat als die anderen Schulen von 28 Stunden statt 24 oder 25. Mhm. Daran erkennst du jetzt schon, da steckt eine Ungerechtigkeit drin. Ja, eine Lohnungerechtigkeit, die wir ausgleichen wollen. Und das Zweite ist, sehr, sehr betriebswirtschaftlich gesehen, wir haben in Bayern grundsätzlich einen Mangel an Lehrkräften, wir haben ihn aber verschärft an den Grund- und Mittelschulen. Jetzt, wenn ich wie ein Unternehmer drauf schaue, dann muss ich natürlich Dinge, die eine Lenkung in die andere Richtung befeuern, zurückfahren. Deswegen die Angleichung auf A13 in den Grund- und Mittelschulen, damit wir da wieder mehr Lehrkräfte gewinnen. Also schafft einerseits Gerechtigkeit, zusammenfassend für diejenigen, die das zweite Staatsexamen mitbringen, in Relation zu anderen Lehrerinnen und Lehrern, und zum anderen natürlich der Anreiz, jetzt dem Lehrermangel entgegenzuwirken, als eine kraftvolle Maßnahme für auch den Grund- und Mittelschulbereich, wo das jetzt eine besondere Herausforderung war. Genau. Und jetzt Butter bei die Fische, wie hat es geklappt? Weil hat uns ja schon länger beschäftigt in den vergangenen Jahren, seit wir mitregieren dürfen. Du, das sage ich mal, man braucht für solche Themen einen Oberpfälzer Tickschädel, einen Holzkopf. Deinen, in dem Fall. Manchmal meinen, manchmal waren es auch, war eine Teamleistung von allen. Wir haben das Thema tatsächlich ja schon im Wahlkampf gefahren, wir haben das Thema erkannt. Wir haben in jeder der Haushaltsberatungen seit 2018 immer wieder das Thema aufs Tableau gebracht. Deswegen, weil man das Ganze nicht aus der Kaffeekasse finanzieren kann, sondern das kostet gerechnet irgendwie zwischen 300 und 500 Millionen Euro pro Jahr, die man zusätzlich braucht. Und die CSU war immer dagegen. Und scheinbar hat sich da auch durch unsere Beharrlichkeit ein Umdenken ergeben beim Koalitionspartner, was wir sehr begrüßen. Und wenn beide dafür sind in der Koalition, dann kann man es umsetzen. Und jetzt setzen wir das um, was wir seit 2018 wollen. Sehr gut. Also kein Pappenstiel, aber steht da Tropfen, hüllt den Stein in diesem Sinne, glücklicherweise. Und wann und wie geht's los? Letzter Teil, Eva, von deiner Frage. Also was wir haben wollen, ist noch in dieser Legislatur eine klare Ansage. Das heißt, es soll einen Fahrplan geben, damit die Lehrkräfte wissen, woran sie sind. Nicht erst nach der Wahl, sondern vor der Wahl. Wir haben gesagt, wir wollen noch im Haushaltsjahr 2023 damit beginnen. Das heißt, im Schuljahr 2023/24. Wir wollen auch keine Unterscheidung haben nach Grund- und Mittelschulen, sondern wir wollen bei Grund- und Mittelschulen gleichzeitig beginnen und dann in einem sehr schnellen und klaren Stufensystem möglichst schnell auf A13 für alle kommen. Klingt spitze. Also Eva, A13 für alle kommt nach langen Debatten und es kommt auch schon nächstes Jahr, 2023/24, als Schuljahr beginnend. Tobi, vielen Dank für den Input von der Spitze des Bildungsausschusses. So viel Eva zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Und in Abhängigkeit davon, was die Frage ist, mit der wir uns dann auseinandersetzen, bin ich schon gespannt, wer da neben mir sitzen wird. Tobi, für heute vielen Dank. Dankeschön. Danke. Freie
der Wähler-Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.